Erich Nagel, Landessekretär der Produktionsgewerkschaft hier in Vorarlberg. Derzeit haben sich die Betriebsräte hier versammelt. Was wird denn heute hier beschlossen? Ja, wir werden als erstes einmal berichten, wie die Verhandlungen gelaufen sind. Gestern Nachmittag bis heute Morgen ums Imle. Warum es gescheitert ist, werden nachher präsentieren, was wir für organisatorische Maßnahmen setzen werden. Wir haben ja bereits Beschlüsse gefasst bei der Betriebsversammlung in der letzten Woche, dass wenn es keinen Abschluss gibt am 6., dass wir nachher weitere Protestmaßnahmen setzen. Und das werden wir heute da gemeinsam ein bisschen koordinieren und Termine ausmachen und einfach die Organisation machen für die nächsten Tage. Das heißt also, in den nächsten Tagen wird auch in Vorarlberg gestreikt? Ja, als erstes wird es einmal die nächsten Tage wieder Betriebsversammlung agieren, wo man nachher Beschlüsse fasst, dass es in der nächsten Woche nachher ganz konkrete Protestmaßnahmen gibt. Ab wann sind denn die ersten Protestmaßnahmen denkbar? Ab nächsten Dienstag. Norbert Loacker, also ab nächsten Dienstag könnte in Vorarlberg gestreikt werden. Was sind denn die Ziele des Gewerkschaftsbundes in dieser Sache? Das Ziel der Produktionsgewerkschaft ist, dass wir rasch wieder zum Verhandlungstisch zurückkommen. Das ist seit Jahrzehnten gelebte Sozialpartnerschaft. Das erwarten wir. Hier geht es um Respekt und Anstand, einen anständigen Lohnabschluss. Und das werden wir über die Betriebe und Betriebsräte, Arbeiter und Angestellte, werden wir versuchen, hier eine Lösung zu finden. Ihnen ist es auch wichtig, hier für den Partner noch berechenbar zu bleiben. Warum? Das ist uns ganz wichtig. Also wir machen gar nichts hinter dem Rücken von Arbeitgebern, weil uns die als Partner wichtig sind. Das Problem besteht eigentlich daran, dass zwei Scharfmacher beim Arbeitgeber-Verhandlungsteam, dass zwei Scharfmacher aus der Steiermark hier Stimmung machen, vielleicht mit Rückenstärkung der neuen Regierung, und hier ihre Muskeln spielen lassen. Und wir erwarten Respekt, Anstand und werden die Mitarbeiter umfassend organisieren und mobilisieren. Bis jetzt ist von Warnstreiks die Rede. Wie weit ist man denn bereit zu gehen, wenn die Arbeitgeber nicht zum Verhandlungstisch zurückkehren? Na, die Arbeitgeber werden sich sehr gut überlegen. Und wir haben ja mit vielen Arbeitgebern ein korrektes Verhältnis auf Augenhöhe. Hier geht es um zwei, drei Scharfmacher beim Verhandlungsteam der Arbeitgeber, die doppelschichtig Lohnverhandlungen machen. Das ist absolut über dem Gesetz, das geht gar nicht. Und das wollen wir für die Zukunft verhindern. Verhandlungen auf Augenhöhe, nichts anderes wollen wir.